Ein letztes Referat haben wir noch und da wird Michael Bauer nun aufzeigen und einige Beispiele und auch Best Practice haben im Bereich von bereits realisierten Photovoltaikanlagen. Michael Bauer ist in der Geschäftsleitung der Bauer AG, einem Unternehmen in Sariswil, das im Bereich Bedachungen, Spenglerei und Solarstrom tätig ist. Herr Bauer, bitteschön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, herzlich willkommen hier im Saal und zu Hause am Bildschirm. Sie haben gehört, ich bin Inhaber eines klassischen Familienbetriebes, der Bauer AG in Sariswil. Daneben bin ich auch noch für Gebäudehülle Schweiz und auch Swiss Solar politisch und auch technisch interessiert und engagiert. Bauer AG steht für Gebäudehülle und Solarstrom mit Fokus auf das geneigte Dach. Bauer AG wurde, oder Albert Bauer hat 1913 das Dachdeckergeschäft in Sariswil gegründet. 1913 waren die meisten Dächer mit Holzschindeln belegt. Das hat damals auch zu vielen Bränden geführt. Und da kam eine neue Zeit, also der Tonziegel, den es schon gab, und auch die Zementplatte wurden breit eingesetzt. Ich bin überzeugt, heute biegen wir wieder in eine neue Zeit ein. Wir bauen heute energieproduzierende Glasdächer. Bauer AG beschäftigt auch zwei Ingenieure. Einen Ingenieur mit dem Hauptfokus Photovoltaik und einen Ingenieur mit dem Hauptfokus mit dem Energieverbrauch des Gebäudes. Wir sind überzeugt, ein großer Teil der Schweiz ist gebaut und fast jedes Gebäude in der Schweiz ist doch ein Prototyp, hat eine Geschichte und beherbergt ein Individuum. Also sind individuelle Lösungen gefragt. Ich darf Ihnen über realisierte Projekte berichten, Best Practice und auch Erfahrungen, wo wir wieder eine Tür aufgestoßen haben oder aufstoßen durften. Das Hochhaus in Biel, das Sie hier im alten Zustand sehen, der Wohnbaugenossenschaft Modern, ein 37 Meter hohes Gebäude mit einer Faserzementfassade aus den 80er Jahren, schmale Südseite soll aktiv werden und auf dem Flachdach übrigens auch. Photovoltaik an der Fassade ist baubewilligungspflichtig, Baugesuch wurde eingereicht und die Baubewilligung im Herbst 2018 erteilt. Ich habe mich dann erkundigt, ich möchte gerne den Brandschutzbericht sehen, der lag nicht vor. Die Stadt Biel hat das bewilligt, die Brandschutzbehörde wurde nicht begrüßt, ich habe mich dann auch mal bei der erkundigt, also bei der Gebäudeversicherung, die ist zuständig für ein Hochhaus. Die wussten von nichts, haben mir gesagt, ja, schick uns mal die Unterlagen. Und nach 3 Tagen hat er mich angerufen und gesagt, ja nicht bauen. Was wir damals erst so gespürt haben, im Kanton Bern gab es vorher nur 2 Hochhäuser, die mit Photovoltaik realisiert waren, unseres Wissens. Eines in Wittikofen, im Osten von Bern, wurde vor 20 Jahren realisiert, mit auch verschiedenen Versuchen und Tests und Nachweisen. Die haben heute nicht mehr gereicht, weil sie einfach nicht mehr kongruent sind mit den heutigen Vorschriften. Und ein weiteres Gebäude wurde in Bern realisiert, aber komischerweise wurde da die Brandschutzbehörde auch nicht begrüßt. Das heißt, wir waren wahrscheinlich die Ersten, die uns mit der Gebäudeversicherung zu diesem Thema an einen Tisch gesetzt haben. Und wie das so ist, wenn es nicht normiert ist oder es keine klaren Vorschriften gibt, tun sich die meisten schwer, einen Entscheid zu fällen. Im Dezember 2018 wurde der Dialog mit der Gebäudeversicherung aufgenommen und im April konnten wir uns einigen. Die Ausführung haben wir definiert und ein projektbezogenes Konzept wurde von allen Seiten gut geheißen. An diesem Projekt gibt es natürlich auch Basic,
Also Statik, Wind, Zuglast, Personenschutz wurde einbezogen. Das ist wie eine hinterlüftete Fassade an sich sonst. Das Gebäude hat aber auch Chancen, wie wir vorhin gerade gehört haben, gibt es den Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. 46 Wohneinheiten dürfen diese Chance nun wahrnehmen. Und wenn sich 46 Wohneinheiten zusammenschließen, haben sie auch den schönen Nebeneffekt, dass sie zum Großverbraucher werden. Das heißt, sie dürfen den Strom, den sie noch einkaufen müssen, am freien Markt einkaufen. Vielleicht werden sie den weiterhin am gleichen Ort beziehen, aber mit einer ganz anderen Verhandlungsbasis. Diese Solarfassade wurde mit einem Standardprodukt der Firma 3S Solar Plus AG aus Thun realisiert. Es wurde leicht stärkeres Glas verwendet, wenig zusätzliche Befestigung. Was wir da mit der Gebäudeversicherung diskutieren durften, das war sicherlich sehr wertvoll und eine gute Erfahrung, aber grundsätzlich wollen wir nicht jede Fassade neu erfinden. Die Produktion an der Fassade, welche vor allem viel auch Winterstrom leistet, 47.000 Kilowattstunden pro Jahr und 14.000 Kilowattstunden auf dem Flachdach. Das Flachdach hat niemanden interessiert. Ein weiteres Projekt, ein Mehrfamilienhaus und Einkaufszentrum in Bremgarten, altes Dachhaus aus Bestzementplatten, schlechte Wärmedämmung. Neue Wärmedämmung halbiert den Wärmeverlust am Dach. Also auch das immer. Wir möchten ja die Photovoltaikanlagen 30 Jahre liegen lassen. Da muss auch das Dach drunter 30 Jahre fit sein oder fit gemacht werden. Auch hier mit 76 Kilowatt installierter Leistung werden 62.000 Kilowattstunden Strom produziert. Im Haus sind schon zwei Grossverbraucher mit Kühlanlagen etc. Also hier wird fast ausschließlich alles im Haus verbraucht. Das Dach muss natürlich die Funktion, die es bisher inne hatte, auch weiterbringen. Also Schneefang, Blindelement und Dacheinbauten wurden integriert. Ich glaube, auch hier gelungen. Fast mein Lieblingsprojekt auf dem Weg zum Plus-Energie-Quartier. Sanierung in Nordschwaben. Am Panoramaweg 23 Wohneinheiten aus den 70er Jahren, damals alle mit Elektroheizung gebaut. Damals hatten wir ja plötzlich viel Atomstrom, der in der Nacht verheizt werden musste. Aber jedes Haus doch ein Prototyp. Seit 2014 durften wir 15 Häuser an der Gebäudenhülle sanieren, verbessern. Es sind 13 Photovoltaikanlagen gebaut worden. Mit einer bisherigen Leistung von ca. 160 Kilowatt Peak, Stromproduktion ca. 150.000 Kilowattstunden pro Jahr. Etwa die Hälfte der Elektroheizungen wurden mit Wärmepumpen ersetzt. Ich denke, so geht Energiewende. Ein Wunsch von mir an den Organisator, der Kanton Bern war schon vor 15 Jahren visionär und hat schon damals gewisse Dachanlagen als bebaubewilligungsfrei erklärt. Wenn wir das vielleicht als Kanton Bern nun an der Fassade schaffen, wenn es in einem Raster definiert ist, denke, das wäre auch wieder visionär oder soll visionär sein. Besten Dank. Herzlichen Dank, Michael Bauer.